So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Community Battle auf meinem Kanal. Wir haben angefangen mit einem Free-for-All zwischen 6 Spielern und zwar ist das der Mr. Carpner, Adi, Newsgabi, Bink, Lufra und der Bushbieber. Also haben wir sozusagen 6 Spieler, die auf der Karte Quicksand spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie beide Spieler, also wie alle Spieler hier erstmal in das Match gehen werden. Und ja, jetzt geht es im Grunde gleich los und wir werden sehen, wie sich das Spiel entwickeln wird. So, ich habe als Letzter erstmal geladen und jetzt sollte es eigentlich losgehen. Wir gehen direkt mal in den Production Tab und können sehen hier, was die alle Spieler bauen. Und zwar sehen wir, Adi ist ein Protoss-Spieler. Und hier sieht man Mr. Carpner als Zerg. Er ist ja als Random gestartet. Dazu jetzt auch noch hier Bink als Zerg. Dann haben wir hier... Und Bink hat geschrieben, Fail Race for the Win. Also er hat jetzt hier scheinbar nicht Protoss gewählt. Newsgabi als Protoss-Spieler, als Terraner-Spieler rechts unten. Dann hier der orange Spieler Bushbieber, auch als Protoss-Spieler. Und Lufra auch als Protoss. Also wir haben nur einen einzigen Terraner, 2 Zerg und 5 Protoss-Spieler. 4 Protoss-Spieler. Meine Güte, das 10 wird immer schwieriger hier. Zu der Karte Quicksand. Sie ist relativ schwierig zu spielen, da hier einfach eine große Choke in der Mitte ist. Für den Spieler, also er hat sonst keinen großen Zugang. Hier an der Seite kann man hier die Choke von der Seite sehen oder hier eben die Destructible Rocks von hinten nehmen. Hier vorne ist die, wie heißt es, die High Yield Expansion. Dazu hier an der Seite eine Expansion, hier nochmal eine High Yield und hier auch nochmal eine High Yield. Also er hat sozusagen 3 High Yield Expansions auf dieser Karte. Und wir können sehen, dass bereits jetzt der Spawning Pool für unseren Mr. Carpner auf dem Wege ist. Also er hat jetzt einen sehr, sehr frühen Spawning Pool und scheint hier auch zu versuchen, auf jeden Fall sein einzelnes, wie soll ich sagen, seinen Circling Rush hier auf den Weg zu bringen. Hat auch jetzt hier gerade den Extractor gebaut. Und wir sehen auf jeden Fall, dass jetzt gerade das Scouting losbeginnt. Adi hier mit der Probe auf dem Wege. Auch hier unser Spieler Lufra ist am Scouten. Und wir sehen auch hier schon den ersten Wall auf von Newsgabi. Ihr seid jetzt hier ganz bewusst das gewählt. Auch jetzt hier bei Bink erstmal ganz in Ruhe der Spawning Pool gesetzt. Und er ja typischer Spieler, der kein Protoss normalerweise, kein Zerg normalerweise spielt. Also er sozusagen jetzt ganz klar als Zerg-Spieler im Nachteil, ist nicht daran gewöhnt, Zerg zu spielen. Ich bin gespannt, wie unser sozusagen Favorit hier in diesem Spiel punkten kann. Jetzt sieht man hier auch von dem einzelnen Spieler Mr. Carpner. Er hat jetzt zwar hier den Spawning Pool sehr, sehr früh gebracht, aber noch nicht viel sonst gegeben. Jetzt hier von Adi erstmal in Ruhe die Forge auf dem Weg. Also das ist jetzt sehr, sehr verwunderlich. Also er nimmt die Forge und dazu gleich das Gateway. Baut auf jeden Fall ganz bewusst hier schon mal eine vielleicht Verteidigungsstellung aus. Will vielleicht sogar auf Cannons hier gehen. Engineering Bay währenddessen auch noch für Newsgabi auf dem Weg. Also er ist auch hier ein Spieler, der bisher noch nicht wirklich gezeigt hat, was vielleicht in ihm steckt. Vielleicht kann er jetzt auch zeigen mit dem Wall auf und weiter im Spielverlauf, wie gut er ist. Wie gesagt, alle Spieler hier noch im Spiel, bisher keine große Entwicklung. Bink auf jeden Fall dabei, das zweite Gas bereits zu nehmen. Und wir haben auch hier den Wall auf von Bushbieber, also er jetzt hier dabei, auch seine Choke zuzumachen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, was die anderen Spieler gerade hier so treiben. Wir haben jetzt hier den Cybernetic Score von dem roten Spieler. Und gucken wir jetzt mal auf die APMs. Und zwar sieht man hier im Average knappe 75. Also der Zerg-Spieler Mr. Carpner auf jeden Fall mit am besten hier dabei. Kann man nicht anders sagen. Also er auf jeden Fall vorne. Und wir sehen auch jetzt hier, was die einzelnen Spieler so bringen. Income Tab wird uns zeigen, was die Spieler haben. Jetzt gerade Adi auf jeden Fall ganz klar am Vorteil hier mit seinen Probes. Hat auch mit am meisten Harvester gerade. Nein, der rote Protoss-Spieler Lufra hat sogar noch etwas mehr. Und wir können mal gucken, was hier gerade startet. Mr. Carpner, also jetzt hier mit Spawn Lava auf dem Wege. Und hier der Overlord von Bing schon mal in Position gebracht. Jetzt hier Newsgabi auch dabei, seine Choke zu verteidigen mit den ersten Space Marines. Und ich bin gespannt, also wir hatten jetzt gerade im Channel ein nicht so großen Anrang, wie ich vielleicht gehofft hätte, aber wir hatten knappe 12 Spieler drin und ich denke, es wird nochmal ein Free-for-All mit insgesamt 6 Spielern sein und dann werden wir mal gucken, wie das dann auch noch wird. Wir haben Metabolin-Schube bei Bink, aber auch bei Mr. Carpner, dazu ist bei Newsgabi jetzt schon jetzt die Infantry Weapons Level 1 und die erste Factory ist auf dem Weg. Das heißt auch, er will jetzt auf jeden Fall scheinbar hier den 1-1-1-Bild eingehen. Jetzt hier auf jeden Fall Bink dabei, hier die Steine zu vernichten. 2000 Leben haben diese und will die Natural Expansion hier für sich nehmen. Und wir sehen auch jetzt schon Stimpack für Newsgabi. Sehr, sehr interessant hier. Währenddessen ihr Spashbee war auch dabei, sein drittes Gateway, viertes Gateway zu bauen. Also er jetzt hier mit dem klassischen Vorgate auf dem Wege. Und wir sehen aber auch Lufra, 3 Gateways bereits fertig. Das vierte wird nicht gebaut, das ist eine Forge. Und er auch dabei zu gucken, ob er die Steine hier kaputt kriegt oder nicht. Und wir sehen, dass Mr. Carpner bereits sehr, sehr viele Zerglinge hier auf dem Spielfeld hat.
Und ich bin schon mal sehr gespannt. Jetzt haben wir die 6-Minuten-Marke. Jetzt könnte der Punkt losgehen, wo die ersten Pushes losgehen. Und das kommt auch. Jetzt ist hier Bing dabei, mit seinen Zergling über die Karte zu hetzen. Und ja, wie soll ich sagen? Jetzt hier Ali in der Mitte mit 2 Zerglingen. Da kommen die einzelnen Zerglinge von Mr. Karpner auf die von Bing zu. Und es könnten die ersten Einheiten verloren gehen. Wir sehen jetzt gerade, hat auf jeden Fall unser Protospieler Adi am meisten verloren. Scheinbar hat er die Probe hier beim Gegner gelassen. Und wir sehen aber auch, dass Bing direkt auf Hydra denn geht. Also er jetzt ganz bewusst hier mit dem Tech-Slide auf die Hydralis, baut auch jetzt hier direkt, hat das Leer schon ausgebaut und ist dabei mit der Queen überall den Creep hier zu verteilen. Hat man den Zergling hier fast schon die Hälfte der Rocks kaputt gemacht und muss natürlich die Versuche auch hier auf die Expansion zu konzentrieren. Währenddessen baut News gab hier irgendwo in Ecke irgendwelche Supply Depots, ist auch mit der Factory dabei und hat direkt das Tech-Labor hier in Auftrag gegeben. Und wir haben aber bei Adi schon das Twilight Council, sehr sehr stark von ihm. Hat bereits jetzt 3 Gateways fertig, 2 Twilight Council jetzt auf dem Wege. Noch keine Upgrades oder ähnliches hier auf dem Weg gegeben. Jetzt droppt gerade meine Framerate aus unerfindlichen Gründen runter, aber fängt sich gerade wieder. Und wir sehen auch jetzt hier gerade Grooved Spines by Bing, also jetzt hier auch das Upgrade für die erweiterte Reichweite der einzelnen Hydras. Und wir sehen, dass der erste Spieler expandiert. Und zwar ist es unser Spieler Bushweaver. Er hat jetzt schon die Expansion auf den Weg gegeben. Gucken wir nochmal aufs Income-Tab. Jetzt kann man hier sehen, dass 700 bei Adi, aber auch 700 bei, ich habe den Namen vergessen, Lufa, tut mir leid, auch wieder hier auf dem Wege sind. APMs jetzt bei knappen 120, 180 gerade für Bing. Also er ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Stimpak wird gerade für New Scarpy fertig. Und wir sehen aber auch, dass Adi jetzt ganz, ganz kackendreist auf die Gold-Expansion geht. Sehr, sehr interessant von ihm auf jeden Fall. Wir haben hier das Borrow-Upgrade auf den Weg für Mr. Carpenter, also er dabei, und kommt krasser Schwert für New Scarpy. Jetzt kommt hier der kleine Move-Out mit ein paar Space Marines und den einzelnen Marodeuren, und wir sehen, Bushweaver ist slowing down the game. Oh, das ist nicht gut, das könnte ihm vielleicht sogar jetzt hier das Spiel im Grunde kosten, wenn er nicht merkt, dass er hier angegriffen wird. Nexus und Expansion damit auch für Lufa, auch jetzt hat Bing gerade seine Expansion hier genommen, und wir sehen die erste Evolution Chamber hier auf dem Spielfeld für Mr. Carpenter, und sehr, sehr klasse hier von Bushweaver, geht auch direkt jetzt hier auf, der ist Blink. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Bushweaver oder Bushweaver sagen soll. Also ich beschränke mich einfach auf so einen Mischmasch von beidem. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Adi, wie gesagt, ist mit der Gold Expansion auf jeden Fall gut beraten. Double Evil Chamber jetzt hier auch bei Mr. Carpenter. Also ganz klassisch hier. Und Bing ist dabei, ganz, ganz krass hier seinen Creep auf jeden Fall über der Karte zu verteilen. Hat auf jeden Fall die ersten Hydras fertig. Und die Army Size verrät aber auch jetzt, wie man hier sehen kann, 46 Spieler gerade. Jetzt ist Adi ganz, ganz klar im Vorteil mit dem Spieler Lufra zusammen. Beide haben also sehr, sehr viel Supply. Bing hält aber auch ungefähr gerade die Stellung. Und der Spieler New Scarpy ist weit hinten, genauso wie der Orangenspieler Bushweaver. Also beide jetzt nicht so gut. Zella Charge steht auch noch auf dem Weg. Und da kam jetzt der erste Harassment hier von dem Spieler. New Scarpy wurde aber zurückgeschlagen, hat vielleicht ein Gateway mitgenommen oder einen Pylon, ich habe es nicht genau gesehen. Und wir sehen Double Spire. What the heck is Bing playing? Kann man hier einfach nur fragen. Er ist gerade sozusagen dabei, Double Spire zu gehen. Blink Upgrade gleich fertig bei Bushweaver. Und Adi, wie gesagt, sehr, sehr gut dabei. Hat jetzt hier sehr, sehr schön seine Einheiten geklammt. Gucken wir nochmal hier jetzt auf die Supply-Zahlen. Also wie gesagt, 54 gerade für Adi. 60 inzwischen bei dem Spieler Lufra. Also er jetzt doch schon sehr, sehr hart dabei. Hat 4 Gateways jetzt fertig und ist dabei, auch seine Gold-Expansion hier zu versorgen. Und das gefällt mir schon richtig gut, wie bei dir spielen. Jetzt hier das Starfort für New Scarpy auf dem Wege. Immer noch Mr. Carpenter mit hier in Double Upgrade hier, Melee Attack und Ground Panzerung Level 1. Also, und jetzt sehen wir von Adi, was ich erwartet habe, und zwar DTs. Er spielt einen kleinen Cheese, und zwar baut er das Ding so weit hinten, dass man es, ich kann es gar nicht mehr anklicken, so weit hinten ist es doch. Jetzt kann ich es noch anklicken, aber ja, da ist der Dark Shrine gerade jetzt fertig geworden. Und ich bin gespannt, ob er jetzt hier vielleicht sogar eine Robotics bauen wird und dann vielleicht sogar droppen möchte in sozusagen eine gegnerische Mainbase hinten rein. Wir sehen aber jetzt auch, dass Bing gerade unglaublich weit seinen Creep schon verteilt hat, währenddessen Mr. Carpenter seinen Creep, sagen wir mal, spärlich hier über die Karte bringt. Jetzt hier sogar noch Infantry Weapons Level 2 für New Scarpy und das Combat Shield. Also er ist ganz bewusst hier weiterhin auf Tech gegangen. Trotzdem ist die Army Size weiterhin auf jeden Fall nicht gerade für ihn zu sprechen. Er ist 32, im Gegensatz dazu ist Mr. Carpenter bei 30 auch gerade nicht der Beste. Wir sehen aber hier, dass gerade jetzt unser Freund Lufra auf 70 Supply hochgeht und seine einzelnen Gateway-Units ganz schön pusht jetzt hier. Kann man nicht anders sagen. Also er ist schon gut dabei, hat auch schon das erste Upgrade fertig gebracht. Und wir sehen immer weiter. Jetzt kommen die ersten Mutterlisten auf das Spielfeld. Also jetzt hier auf jeden Fall Bing dabei, die Mutters zu bringen. Expansion hier vollkommen am Laufen. Income-Tab zeigt, dass Adi mit knappen 1000 hier gut dabei ist. Allerdings wird er von The Bing und von Lufra überflügelt. Lufra hat knappe 1200 und Bing mit knappen 1400. Hat aber auch das höchste Income von allen Spielern hier gerade auf dem Spielfeld. Ground Weapons Level 1 jetzt für Adi. Und da kommen die ersten DTs auf die Karte. Und da sehen sie Mr. Carpenter. Und der hat keine Detection. Er sieht es nicht gerade. Sieht es hier, okay, da ist die Base. Da kommen schon die ersten Trees.
Friedtumore von Bing, die sich sozusagen ihren Weg in die Basis bauen. Und da ist Mr. Carpner und da kommt der erste sozusagen Go auf die Main Base von ihm. Und Mr. Carpner weiß nicht und er schreibt GG und sollte lieben jetzt hier. Und Bing schreibt hier ein Smiley, sehr, sehr gut. Also Mr. Carpner sozusagen ist raus. Die DTs haben jetzt hier Gutes gemacht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hier auf jeden Fall Rückzug erstmal von Adi, hat das schon mal den ersten Spieler rausgenommen, aber dieser ist noch nicht aus dem Spiel rausgegangen. Also Mr. Carpner, wenn du das Video siehst, das ist nicht fair. Man sagt schon, wenn man GG sagt, ist auch GG, also geht man dann raus und er geht gerade nicht raus. Er hätte vielleicht wirklich jetzt mal leaven sollen. Und jetzt kommt hier der Push scheinbar von New Scarpy, aber jetzt kommen hier erneut die einzelnen Zerglings und Mr. Carpner, scheinbar doch kein GG von ihm. Und da kommt Bink an, versucht zu verteidigen, ganz, ganz schwierig jetzt hier. Und hier oben nochmal New Scarpys Armee, aber wird zurückgeschlagen oder geht erstmal den Rückweg an. Jetzt hier die einzelnen Highlights dabei, im Mutterlisten versuchen erstmal die ganzen Zerglings hier rauszunehmen, aber da hat er große Verluste hier. Yunus lost auf jeden Fall jetzt hier, zwar Mr. Carpner ganz weit vorne, aber... Und er schreibt nochmal GG, okay, also einmal reicht vollkommen, dann lief bitte. 2300 verloren für Bink und jetzt schreibt Adi auch, dann geh raus, Mann. Und da muss ich Adi recht geben, zwar ein vielleicht schroffer Ton, aber er hat auf jeden Fall den Kern getroffen. Jetzt kommen ja neue DTs rein, sehr, sehr krass hier, jetzt kam der Scan gerade. Und ich weiß nicht, ob wirklich Bing darauf vorbereitet ist, auf jeden Fall New Scarpy hat gerade keine Detection am Start, hat doch gerade gescannt. Und wir sehen, er hat keine Energie, oh, das wäre natürlich ganz, ganz übel für ihn. Und er baut direkt im Detection Tower ein Missile Turret. Und das könnte übel werden, wir haben jetzt hier auch die ersten Einheiten von Lufa, die auf die Mitte der Karte strömen. Und wir sehen hier, die DTs von Adi machen wirklich sehr viel Schaden gerade, Missile Turret wird nicht fertig. Und der hat auch nichts mehr und im Grunde wäre das für mich auch schon wieder GG. Wir gucken jetzt mal auf die Army-Side einfach mal von New Scarpy. Hat gerade mal 50 Supply und hat aber nicht wirklich allzu viel dagegen zu setzen. Wie gesagt, Lupo gerade bei 92 Supply, also unglaublich viel gerade. Melee Attack gerade noch und ich muss sagen, Mr. Carpner, das ist nicht fair. Er baut gerade immer noch seine Creep-Tumore und das spielt immer noch weiter. Also Junge, wenn du raus bist, dann bitte auch richtig. Und damit hat Adi gerade den zweiten Spieler aus dem Spiel rausgenommen. Wir sehen gerade Lufra auf den Ground Weapons Level 3 Upgrade. Und da kommt nochmal der Observer hier, der von Lufra über die Karte fliegt. Aber wir sehen auch hier, dass auf jeden Fall New Scarpy kämpft bis zum Schluss und nicht aufgibt. Und wir sehen auch hier, dass Adi mit das hier Bing mit den einzelnen Mutterlisten auf jeden Fall versucht, jetzt hier den Bait aufzuräumen. Aber Mr. Carpner hört einfach nicht auf. Also, lieber Junge, wenn du das wirklich siehst, dann bitte halte dich dran. Das ist auf jeden Fall kein sportliches Verhalten deinen anderen Mitspielern gegenüber. Und New Scarpy schreibt DT. Und ich denke, das konnten sich einige Spieler schon denken. New Scarpy ist dabei, seine letzten Drones zu retten. Und wir sehen Double Starport von Adi. Also er macht jetzt hier ein Transfuse in Air, hat das Charge Upgrade auf dem Weg und auch für Ground Weapons Level 1 für ihn. Und da kommt auch mal der große Zealot-Schub von ihm. Vier weitere DTs werden reingeworfen. Wir haben eine weitere Hatchery von Bink hier am Start. Und ich weiß gar nicht, ob das ja ist, eine In-Base-Hatchery von ihm. Also er will natürlich seine Drone-Zahlen hier erhöhen. Und Adi geht bewusst jetzt hier erstmal auf Mr. Carpner. Hat scheinbar genug davon, dass dieser einfach nur rumeilet und nichts macht. Die T's nochmal auf dem Weg hier auf jeden Fall. Und da kommt die Armee von Mr. Scarpy. Aber er hat nicht mehr allzu viel. Hinten nochmal hier die Refinery von ihm. Und da kommt jetzt der Go auch nochmal auf die letzte Barrack von New Scarpy. Und auch hier Adi auf jeden Fall ganz, ganz stark. Macht viele kaputt. Yunus Lost Tap zeigt auch New Scarpy jetzt ganz weit vorne. Army Size sieht man auch, Adi 116 und wir sehen Lufra mit 115. Also er ist immer noch gut dabei hier und wir gucken mal, was hier unser Spieler Bushbeaver so treibt. Also er mit dem guten Vorgehen hat ja auch mal ein paar Pfoten in Kenntnis gesetzt und jetzt Mr. Carpner left the game. Er ist also raus, wir haben jetzt noch 5 Spieler im Spiel, obwohl New Scarpy auch nicht mehr viel hat. Und New Scarpy left the game, wurde defeated, damit hat er nichts mehr, hat nochmal hier einen Drop gemacht, kann aber nicht mehr viel tun, wurde gerade auch abgewehrt von Bink, hat er sehr schön gemacht. Und das Warp Prism von Lufra ist auf dem Wege in die Base. Und währenddessen hat Adi auf jeden Fall mit den DTs den nächsten Weg zur nächsten Expansion hier aufgeräumt. Sehr, sehr schön, da man die Mutterliste von Bink macht, natürlich jetzt hier kurzen Prozess und wir sehen erstmal in Ruhe die Voidel auf dem Weg, dazu gleich Air Weapons Level 1 für Adi. Sehr, sehr schön von ihm, macht das hier ganz bewusst, Army Size nochmal Vergleich, jetzt sieht man beide Spieler, also Lufra sowie Adi auf 120 Supply jeweils. Und das Income Tap zeigt, dass Adi wirklich mit 1000 wirklich weit vorne ist und Lufra und Bink nehmen sich nicht.